Tag auch und willkommen zu einer neuen Bestrahlungswoche. Heute ist Montag, der 17. Juni und ich hatte mir eigentlich überlegt, ich wollte nicht mehr schon 6 Uhr, vor den Bestrahlungen filmen, aber es gibt News und ich habe mir gedacht, das teile ich jetzt mit euch und mache danach der Bestrahlung den Rest. Und zwar hatte ich heute einen Termin bei meinem Onkologen zur Kontrolle, also Bauchbereich wieder, Leber, Nieren, Milz, glaube ich, macht er dann immer Ultraschall. Und er hat auch meine hier so abgetastet und Blut abgenommen. Ich musste nach einem neuen Pflaster fragen, weil ich habe zu früh aufgehört zu drücken und dann wurde das auf einmal rot. Ich mache das jetzt gleich ab. Auf jeden Fall hat er Ultraschall gemacht. Und es ist alles in Ordnung. Ich war so nervös. Ich war so nervös. Ich habe echt Angst gehabt, dass er einen Ultraschall macht, mich da anguckt und sagt, ich habe schlechte Nachrichten. Aber das war nicht der Fall. Es ist alles in Ordnung. Ich bin so erleichtert und ich hoffe, die Kirchenglocken stören jetzt nicht so. Ich bin dann zu Fuß nach Hause gegangen, einfach weil ich es wollte. Ich hatte dann so den Gedanken, wenn mir jetzt irgendjemand entgegenkommt, der mir blöd kommt oder so, oder wenn mir jetzt auf dem Weg nach Hause irgendjemand entgegengekommen wäre, mit dem ich gerade irgendwie Beef habe oder so, dann hätte ich wirklich diesen Gedanken im Hinterkopf gehabt. Alter, ich hatte in meinem Leben schon viel schlimmere Gegner als dich und ich habe das geschafft und ich habe das alleine geschafft. Also kannst du mir gar nichts. Und ich wünsche wirklich allen, die das gleiche durchmachen, durchgemacht haben, durchmachen, durchmachen müssen in der Zukunft wie ich, dass ihr auch diesen Gedanken habt und dass ihr diesen Gedanken festhalten könnt. Ich werde das auf jeden Fall versuchen. Ich kann nicht versprechen, dass das immer klappt, aber ich werde das versuchen, diesen Gedanken einfach festzuhalten. Wenn mir jemand blöd kommt, wirklich an diesen Tag heute zu denken und zu sagen, Freundchen, du kannst mir gar nichts. Ich habe verdammte 26 Mal Chemo hinter mir, diverse Operationen und schuh. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist einfach, das war so schön, als dieser Gedanke sich in meinen Kopf schlich. Wie gesagt, und das wünsche ich euch allen da draußen, auch wenn ihr irgendein anderes Schicksal habt. Das muss ja nicht unbedingt Krebs sein. Es kann ja auch, es gibt so viele Scheißkrankheiten auf dieser Welt. Aber wenn ihr dagegen angetreten seid und wenn ihr euch behauptet habt, dann habt ihr was geleistet, worauf ihr stolz sein könnt und das kann euch niemand wegnehmen. So, es ist kurz nach 8 Uhr abends am 17. Juni, das heißt, ich habe meine siebte Bestrahlung hinter mir. Ich bin immer noch fit. Und ich habe heute gefragt, ich habe ja fast jeden Tag da eine andere Frage, ne? Aber die sind auch super nett da, also alle Fragen werden geduldig beantwortet und auch im Detail. Also das wird nicht so husch, husch, mal eben schnell und jetzt geh, sondern es wird geduldig und in aller Ruhe beantwortet. Heute habe ich gefragt, weil ich letztens irgendwo gelesen hatte, dass sich jemand mitgezählt hat bei den Bestrahlungen. Ich gedacht, ich habe versucht mitzuzählen, wie oft ich die Luft anhalten muss. Das hatte ich ja im letzten Video gesagt, dass ich immer diese Atemkommandos kriege und dann die Luft anhalten muss und dann, ne? Ich habe versucht mitzuzählen, aber bei 10 und 11 habe ich gesagt, scheiße, hatte ich jetzt schon 11 oder war ich jetzt noch bei 10? War das jetzt gerade 10 oder 11? Und dann bin ich irgendwie durcheinander gekommen. Also habe ich gedacht, egal, ich frage doch einfach, weil ich fertig bin. Und dann habe ich gefragt, hatte sie mir aber gesagt, das macht eigentlich jeder von denen individuell. Also wenn die sehen, da liegt jemand, der gut die Luft anhalten kann. Sie sagt übrigens, ich kann die Luft anhalten wie ein Taucher. Pustekuchen. Gar nicht. Aber danke. Dann lässt sie mich halt länger die Luft anhalten und bei jemand anderem, vor allem natürlich bei älteren Personen, die es vielleicht nicht mehr so lange anhalten können, da wird das dann halt mehr unterteilt. Also kann man das auch gar nicht so pauschal sagen, weil ich habe gedacht, die haben das irgendwo stehen oder so. Wie oft muss ich eigentlich die Luft anhalten? Da sagt, das entscheiden die immer individuell. Genau wie dieses Teil halt von jedem irgendwie anders gefahren wird. Jeder macht das so nach seinem eigenen Gefühl und wie die das am coolsten finden oder ja, wie auch immer. Manchmal starten die halt in der Mitte und dann geht es halt in Schritten nach links und dann fährt das Ding wieder zur Mitte und geht dann nach rechts rüber. Oder habe ich auch schon gehabt, dass die von links unten starten und sich dann langsam einmal im Kreis bewegen.
macht da jeder anders. Also da kann man nicht sagen, so ist genau der richtige Weg. Die müssen natürlich schon ihre Felder treffen und die Zeiten einhalten, aber ja. Meine Zeichnungen. Ich habe heute ein Sport-BH an. Blöde ist halt nur, dass diese Edding-Malerei da ein bisschen verschmiert ist. Hier in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Übrigens Fenster auf, also falls ihr Kindergeschrei hört. Oder Eltern, die ihre Kinder anschreien. Ich komme vom Spielplatz. Morgen bin ich schon um 17.50 Uhr dran. Also mal ein bisschen eher. Und morgen habe ich auch noch meine Lymphdrainage, Schrägstrich, Physiotherapie. Wir sehen uns morgen. Saubestrahlung Nummer 8 auch erledigt. 7:15. Es ging heute super schnell. Als ich kam, stand die Tür von der Umkleidekabine schon weit offen. Und die haben da Kameras, das heißt, die sehen immer, wenn jemand kommt. Und dann kam mir die eine schon entgegen und sagte, hier wollen sie schon. Ich sag, klar. Ich habe mich eben umgezogen und dann bin ich auch direkt dran gekommen. Keine Wartezeit heute. Und irgendwie, weiß ich, es war so rein, raus, zack, 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 zack. Ne? Total cool. Mir ist heute aufgefallen, ich habe im letzten Video gesagt, da sind 9 Felder mit diesen Kirschblüten, Baum, Zweigen, Wolkendings. Nein, es sind 12. Da muss ich mich korrigieren. Aber ich habe da heute auch immer wieder die ganze Zeit so, also wenn das Gerät nicht gerade so das Sichtfeld versperrt, ne, dann gucke ich da immer ganz gerne hin und versuche mir vorzustellen, ich liege auf einer Wiese unter einem Baum und gucke in den Himmel. Im Grunde habe ich heute nicht so viel zu erzählen, weil wie gesagt, es war so zack, 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 rein, raus. Streifen aber nicht nachgemalt. Ich habe heute, das sind Sport-BH. Ja, ich war so frei und habe einen weißen Sport-BH gezogen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblings. Also wenn der ein bisschen dreckig wird. Ich habe letzte Nacht mit so einem Spaghetti-Träger-Top geschlafen und dann hatte ich heute Morgen diese Markierung in dieses Grün, hatte sich dann so abgestempelt auf meinen Arm. Bis morgen! So, Bestrahlung Nummer 10 ist auch erledigt. Heute ist der 20. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich Nummer 9 nicht aufgenommen habe, aber ich wurde gestern direkt von der Bestrahlung oder nach der Bestrahlung von einem Kumpel abgeholt und wir haben Aquaman geguckt auf Sky. Und deswegen konnte ich gestern nicht filmen, weil als ich zu Hause war, war es dann nach Mitternacht. Und da habe ich gedacht, nee. Aber gestern war nichts Außergewöhnliches. Heute hatte ich nach der Bestrahlung direkt mein Arztgespräch, also meine Wochenkontrolle. Gestern hatte ich allerdings Probleme nach der Bestrahlung, beziehungsweise als ich wieder zu Hause war, hatte ich Schmerzen unterhalb der rechten Brust, da wo so der Bügel eigentlich immer so sitzt, also direkt unterhalb. Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Also es fing auf einmal an, also weh zu tun. Es wurde immer stärker und als ich dann im Bett lag, irgendwann konnte ich nicht mal mich so aufrichten, ohne dass das Schweineweh getan hat. Also mir ist echt die Luft weggeblieben, weil das so weh tat jedes Mal und ja, heute als ich wach geworden bin, war das aber fast weg, also es ist nur noch ganz, ganz minimal gewesen und ist im Laufe des Tages auch nicht wieder stärker geworden. Das Einzige ist allerdings, dass wenn ich zum Beispiel huste oder niese und ich niese ja relativ häufig, dann habe ich immer das Gefühl, meine rechte Brust wird explodieren. Das tut dann echt weh und ich muss sie dann immer festhalten. Also wenn ihr mich irgendwo sehen solltet in der Stadt und ich halte wie eine Bekloppte meine rechte Brust fest, wundert euch nicht. Auf jeden Fall habe ich dem Doktor das heute gesagt, die sind da echt super hinterher. Wenn man denen sagt, ich habe das oder das Problem, dann gucken die sich das an und nehmen einen da auch ernst. Und er hat sich das halt angeguckt und meine Röntgenbilder nochmal angeguckt und gesagt, es kann sein, dass durch die Bestrahlungen das Rippenfell gereizt ist. Wenn das nochmal wiederkommt, soll ich halt sofort Bescheid sagen und dann gucken die sich das nochmal genauer an. Aber wie gesagt, heute, also es war gestern halt schlimm, aber heute war es wieder fast weg. Er sagt, das kann durchaus mal passieren. Ich werde das jetzt halt mal im Auge behalten. Ich hoffe, dass das nicht wiederkommt. Das war echt super unangenehm. Wenn ihr im Bett liegt und ihr wollt euch nochmal drehen oder so, dann müsst ihr halt ja nochmal ganz leicht hoch. Oh, das hat immer so weh getan. Ich kam nicht hoch. Für mich war es das jetzt auch erstmal. Ich muss noch ein Video schneiden. Und Abendbrot essen, dann sehen wir uns morgen. Bestrahlung Nummer 11 ist auch geschafft. Von 28, falls irgendjemand das noch nicht mitbekommen hat.
Wir haben schon 8:30 durch und meine Bestrahlung war heute um 12:40 Uhr. Aber dann bin ich schnell nach Hause, habe mein Handtuch in die Ecke geschmissen, habe mir gegriffen, was ich brauchte und bin direkt wieder losgefahren, weil ich heute bei Ikea war. Und dann bin ich relativ spät nach Hause gekommen und dann lag ich jetzt erstmal gerade und musste mich erstmal ein bisschen erholen. Ich bin ein bisschen kaputt. Heute wurde halt wieder fürs Wochenende nochmal schön nachgemacht, nochmal alles schön grün gemacht bei mir. Jetzt sollen es ja nun die Tage irgendwie fast 40 Grad werden und da hatte sie mir halt nochmal geraten, dass ich den Bereich hier nicht der prallen Sonne aussetze. Ich habe dann nochmal gefragt, wie das mit Sonnencreme ist. Ich dachte, es wird dann auf die Bestrahlung trotzdem heftiger reagieren als sonst. Als wir uns das wünschen würden. Also muss ich mal gucken, also dass ich entweder gar nicht erst in die pralle Sonne gehe oder dann halt doch irgendwie einen ganz, ganz dünnen Loop drum mache oder irgendwas. Ja, schauen wir mal, wie es ist und wie ich die Tage so überstehe. Im Grunde freue ich mich eigentlich schon auf die Halbzeit, mindestens die Halbzeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich bin gespannt und falls ihr auch irgendwie Erfahrungen habt, gerne auch in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch wie immer, dass ihr reingeschaltet habt. Danke ich euch dafür, dass ihr dran geblieben seid und mich so unterstützt in der letzten Zeit und mir Mut zusprecht und mir sagt, dass ich das durchhalten werde. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht. Bis dann. Bleibt gesund. Okay. Ja.